Also wir hatten offenbar mit diesem einen Axolotl, den ersten, wir hatten unglaublich viel Glück. Und haben danach den Spawnbereich. Ja, plötzlich gibt es hier Axolotl, Leute. Wieder ein Pinker. Ja, und er ist hier oben gespawnt. Also wir hatten echt Glück, Leute. Da waren ja hier diese zwei Flächen, wo Axolotl spawnen konnten, theoretisch. Und offenbar ist er damals wirklich hier dort gespawnt. Und den Fischen, die davon geschwommen sind, wahrscheinlich hier runter. Und deswegen hatten wir ihn hier gesehen und dachten, ja geil, er ist hier gespawnt. Das war offenbar falsch. Oder hier ist irgendwo ein einzelner Block. Nein. Nein, alles Ocean. Also wir hatten wirklich Glück. Und als ich den Turm weggemacht habe, um das hier alles zu platzieren, haben wir dem Axolotl die Möglichkeit weggenommen, überhaupt zu spawnen. Und deswegen kam jetzt die ganze Zeit keiner. Aber auf sowas muss man auch erst kommen. Dann wäre noch einer. Ja, egal. Den lösen wir jetzt nicht. Wir gehen nach oben. Wir haben endlich unseren zweiten Axolotl-Eimer. Gehen wir. Jetzt sind beides pink. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nur pinke Axolotl bekommen, wenn wir die züchten würden. Muss ich mal nachlesen. Kann ich ja dann machen, während wir darauf warten, während wir die Axolotl paaren dann. Wurde knapp. Ja, dann räumen wir das mal auf. Habe ich Eisen? Ja. Dann habe ich Gold. Ich habe Pfeile. Ich habe. Ist voll. Puh, voll. Ist jetzt nicht sehr toll. Naja, machen wir nachher. Wo habe ich denn jetzt das Knochenmehl her? Naja. So, dann. Den Stapel nehme ich mit. Das kommt weg. So. Das ist auch aufgeräumt. Dann habe ich noch einen Helm. So, mit dem muss ich jetzt nachsehen. Habe ich zufällig hier irgendwo. Nein, das ist eine Bruchsteintruhe. Ja, dann brauche ich einfach eine neue Truhe. Die könnte man hier hinpacken.
Dann fällt mir gerade an, ich brauche ja eigentlich auch was zu essen. Das ist ja kein Essen, was ich hier mitnehme. So. Bringen wir unseren pinken Axolotl hier zu unserem anderen Axolotl. So, vielleicht aber kurz nochmal schlafen gehen. Bin ich dann gespannt, Leute. Wir werden jetzt einen Axolotl mal züchten und dann lesen wir mal durch, wie das aussieht mit dem Axolotl. Und den Farben. Ich habe schon gesehen, es gibt eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1200, glaube ich, dass es ein blauer Axolotl wird. Und die spawnen nicht mehr, die muss man züchten. Von dem her denke ich mir, dass es eigentlich auch möglich sein sollte, mit zwei Axolotl der gleichen Farbe alle Farben züchten zu können. Okay, funktioniert nicht. Tropenfischeimern können sie vermehrt werden. Ach so. Das würde so aber nicht funktionieren, oder? Ich bezweifle, dass das funktionieren wird, Leute. Ja. Ja, das ist jetzt blöd. Jetzt brauchen wir Tropenfischeimer. Und wir bräuchten zwei. Das heißt, wir müssten nochmal runter. Ach, wisst ihr was? Ich lasse das. Wenn ich Tropenfischeimer irgendwann mal brauche, dann kann ich mir die holen. Ich weiß nämlich, dass ich zwei Eimer habe. Dann benutze ich die einfach. Und wenn ich nochmal welche brauche, dann können wir jetzt jederzeit runtergehen und uns welche holen. Ha! Die beiden jetzt. Keine Ahnung, was das mal wäre. Oder welche die mal geworden wären. Aber egal. Die wollen also nur lebendiges Futter. Kein totes Futter. Sie sind keine Aasfresser, die Axolotl. Sie wollen jagen. Sie wollen, dass sich ihr Opfer windet. Wie gemein. Okay, jetzt muss ich mal nachsehen. Reicht das, wenn ich den... Muss ich den aussetzen, oder... Okay, also die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Farbe von einem Elternteil bekommt, Leute, liegt bei einem Viertel. Ungefähr. Das heißt, eine 50-50 Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt ein Pinker wird oder eben nicht. So. Jetzt beide den gegeben, oder? Nein. Oh, schön. Ich habe sogar, es sind sogar gelbe. Target Fluid, Target Creature.
Naja, auf jeden Fall, wir haben offenbar jetzt zwei gelbe und einen pinken. Hier, Axolot targeted entity Axolotl, aber da stehen keine Daten da. Okay, wisst ihr was? Ich möchte das einfach jetzt mal wissen, ob die Farben wirklich haben. So, das heißt, wir machen data get entity at aber alle, glaube ich. So, limit gleich 3, name gleich vielleicht war es doch nicht a, sondern ich nehme mal ich muss mir mal durchsehen, welche das sind. Type hätte ich gebraucht. Okay. Jetzt Distance gleich. Machen wir mal 20. Und dann haben wir hier Type gleich. Minecraft. Axolotl. Okay. Es wurde kein Objekt gefunden. Typ ist nicht anwendbar. Typ ist wieder nicht anwendbar. Machen wir mal die Distance weg. Und schon geht es. So, Limit hatte ich, glaube ich, auf 1. Jetzt machen wir mal auf 3. Nur ein Objekt ist erlaubt. Schade. Okay, also wir haben... Ein Axolotl ist es ja. Wobei ich hier nirgends sehe, dass es... Da ah doch, hier Axolotl. Wo steht, welche Farbe es hat? Variation 0. Variant 0. Machen wir nochmal. Variant 0. Variant 0. Variant 0. Die bewegen sich ja dauernd, Leute. Deswegen mache ich das immer wieder. Variant 0. Es ist offenbar immer die Variante 0. Na egal. Auf jeden Fall. Das ist definitiv pink. Gelb ist definitiv. Das Baby ist definitiv gelb. Aber ich dachte, wir hätten zwei pink. Oh nein, vielleicht hat der Axolotl einmal kein anderes Bild. Wo ist eigentlich der andere? Da. Also ich... Das sehe ich jetzt mal nach. Vielleicht hat der Axolotl einmal einfach kein anderes Bild. Ja, der Axolotl einmal hat kein anderes Bild. Bei dem ist immer das Rosane drin, Leute. Aha. Okay, wir haben also gelb und pink. Und es ist eine 50... Eine Chance von einem Viertel, dass, wenn wir die beiden miteinander... züchten, dass es ein gelbes wird, ein Viertel, dass es ein rosanes wird und fast die Hälfte, oh, es ist fast ein Viertel für die beiden Farben jeweils, dann fast die Hälfte für eine komplett zu, ja,
Eigentlich ist es genauso. Zur Hälfte ist eine komplett zufällige Farbe, zu einem Viertel, zur Hälfte die Farbe eines Elternteils. Und zu einem Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1200, also das wäre, wo stand das? 0,083% wird es ein blaues. Ja, Leute, also damit hätten wir die Axolotl-Farben eigentlich fertig. Ich hoffe, die freuen sich. Okay. Dann können wir das von der To-Do-Liste rausnehmen, Leute. Und irgendwann, jedes Mal, wenn wir dann Rohstoffe sammeln, machen wir auch bei die Axolotl mit. In der Hoffnung, dass wir dann irgendwann mal ein blaues Axolotl bekommen. So dass wir jede Farbe haben. Und dann züchten wir nur noch das Blaue, damit wir ganz, ganz viele Blaue haben. Sobald wir das erste Blaue hätten, Leute, das ist das erste blaue Axolotl, ist die Wahrscheinlichkeit nicht mehr 0,083%, sondern fast 25%, weil es dann ein älter teilen wird. Und wenn wir die dann nur noch dann zwei Blaue haben, dann können wir immer noch die beiden Blauen miteinander machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit für ein blaues Axolotl sogar fast 50%. Nein, ich glaube sogar genau 50%, oder? Genau, dann wäre sie bei exakt 1200 von 4800 und damit bei einem plus 50 eigentlich sogar. Nein, mal 2. Genau. Naja. Also wir haben jetzt goldenes Axolotl und pinkes Axolotl, Leute. Gold sogar zweimal. Braun hätte ich wahnsinnig gerne. Türkis gibt es noch, das sieht eher aus wie weiß und blau. So, dann räumen wir mal auf. Ja, lassen wir die Wasser einmal da. Okay, dann nehmen wir das aus der To-Do-Liste raus. Das ist toll, Leute, weil jetzt ist ein Punkt weg. Das heißt, andere Punkte haben jetzt eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie drankommen. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt den Knopf drücke? Naja, zumindest kein Fehler. So. Da, Axolotl-Zähmen kommt weg. So. Jetzt müssen wir alles andere von davor einfach nach links packen. Genau. Jetzt sind es also nur noch 27. Super. So, jetzt ist wieder die Seite 1. Und wenn wir dann zack... Dann wäre es jetzt zum Beispiel der Grenzwächter. Oh, schade. Hätte ich das beim nächsten Mal gemacht, wäre es der Grenzwächter geworden. Mist. Ja, jetzt habe ich das natürlich weggenommen. Das, schade. Also das ist natürlich deterministisch, Leute. Das heißt, wenn ich das jetzt wieder um einen senken würde, den Wert da. Also wenn ich jetzt... Nein, Moment mal. Ist es nicht deterministisch, weil ja die Zeit, die Minecraft-Time mit dabei ist. Ha! Okay. Na gut, Leute. Finde ich schön. Nur noch 27 Punkte statt 28. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit für jeden dieser Punkte ist eigentlich jetzt, wenn ich mal kurz das mache, um 3,57% hatte Axolotl Zähmen. Wenn ich das jetzt durch 27 teile, hat jetzt jeder dieser Punkte 0,13% dazu bekommen als Wahrscheinlichkeit, dass es gewählt wird. Gut, das ist jetzt nicht viel, aber immerhin etwas. So, Leute, dann würde ich aber für heute Schluss machen. Ich fand's toll, dass wir jetzt Axolotl-Zähmen gemacht haben, dass wir jetzt welche haben. Und ich find's auch toll, dass die Spitzhacke wieder ganz ist. Das heißt, wir sind da nicht mehr eingeschränkt und können beim nächsten Mal wieder was machen. Die einzigen Punkte, glaube ich, die wir jetzt eingeschränkt sind, sind immer noch die beiden Oblivion-Festungen und die To-Do-Liste, die automatische. Die Oblivion-Festungen, da müsste ich einfach in Oblivion mal kurz einen neuen Spielstand anfangen.
worauf ich ja bisher keine Lust hatte. Und die To-Do-Liste, da muss ich ja ein eigenes Starter-Pack erstellen. Wo ich erst nachsehen muss, wie das geht. Und das mache ich dann, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe. Genau, das heißt, aktuell haben wir also nur 24 Punkte, die wir tatsächlich nutzen würden. Oder machen würden. Wenn ich nicht irgendeinen Punkt vergessen habe, den ich nicht machen würde. Na gut. Dann hoffe ich, ihr hattet Spaß heute. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Ciao.